Herr Fuhrmann, schön sind Sie da. Können Sie die drei Funktionskreise des autonomen Nervensystems bitte erklären? Ja, gerne. Also die drei Bereiche des autonomen Nervensystems sind hierarchisch evolutionär bedingt und gegliedert. Mhm. Da ist einmal der älteste Bereich des sogenannten dorsalen, rückseitig verlaufenden Vagusstranges. Der ist also für die Immobilität zuständig. Also und das heißt so Schockstarre und solche Geschichten. Ja, oder auch eine bei einer tiefen Entspannung, also wenn Mama Löwe den Babylöwen packt und durch die Gegend trägt, ne, in ihrem Maul, ja, dann hängt er da ja so schlaff drin und dann ist er auch voll in diesem Modus. Ne? Ja. Und ja. Der hat aber keine Angst, ne? Oder der ist nicht in der Schockstarre, der ist einfach tiefenentspannt. Ja, ja. Ja. Ja, genau. Dann, ja. Ja, dann ist der auch aktiv. Ne? Ja. So, dann auf was Sie jetzt meinen, das ist natürlich die eine Hauptfunktion des Überlebens, ja, wenn die Antilope merkt, sie kommt vom Löwen nicht weg. Ja, dann sieht man das in den Videos, wenn man die in Slow Motion macht, dass die anfängt, irgendwann sich zu überschlagen, obwohl der Löwe oder der Jaguar oder was da hinten dran hängt, noch gar keine Kralle dran gesetzt hat. Mhm. Ja, und das ist so dieser letzte Moment, bevor er das tut. Und das kriegen die irgendwie oftmals instinktiv mit und dann kollabieren die. Und dann ist so die Hoffnung, ja, dass der Predator in dem Moment nochmal ablässt. Mhm. Und sagt, nee, Aas fresse ich nicht, das ist mir zu riskant, so, ne, wenn er das irgendwie nicht checkt. Mhm. Ja. Und das ist so eine alte Überlebensstruktur wirklich, die uns einfach geholfen hat, ja, aus überwältigenden Situationen vielleicht noch rauszukommen, weil eben Raubtiere per se einen Stimulus brauchen, um töten zu können. Und das ist dann eben zum Beispiel diese Flucht oder diese Bewegung. Sobald das wegfällt, dann fällt bei denen auch ein Stück weit eine Motivation weg. Und manchmal ist das noch wirklich ja, eine Möglichkeit dann. Und die zweite Ebene? Das ist dann eben die Ebene des Sympathikus. Ne? Das ist also dann die eigentlich davor, wo ich versuche, aus einer Situation erfolgreich eben zu fliehen oder zu kämpfen, mich zu wehren, wo ich mich einfach mobilisiere. Das kann natürlich auch eine Art von einer spielerischen Mobilisierung sein, muss nicht unbedingt um Leben und Tod gehen. Und das ist auch, wie gesagt, nicht per se schlecht. Wenn ich Sport mache, bin ich da natürlich auch drin. So, wenn ich morgens wach werde und anfange hochzufahren, bin ich da auch drin. Und Menschen, die jetzt chronische Erschöpfung haben, die haben möglicherweise da eine Unterfunktion oder vielleicht auch eine Überfunktion. Und deswegen haben sie die Erschöpfung, je nachdem. Ja, das ist also dieser Bereich, der, sage ich mal, ganz grob mit der Mobilisierung, auch dieser Fokussierung, starken Fokussierung auch zusammenhängt. Ja. Also wir haben die Immobilisierung, die Mobilisierung und die dritte Ebene? Genau, das ist jetzt der neueste, evolutionstechnisch neueste Bereich und auch der Bereich, der uns eigentlich erst dank Professor Porges seit 1994 bekannt ist und was erst so langsam, sage ich mal, in diesem therapeutischen Bereich einsickert. Das ist eben diese Erkenntnis, dass dieser zweite Vagusstrang existiert und eine andere Funktion hat und andere Bereiche innerviert. Und das ist eben der ventrale Vaguszweig, der vor allen Dingen für die Sicherheit, für die Verbundenheit, für den sozialen Kontakt, für eine gelingende Gestik und Mimik zuständig ist, auch dafür die HRV entsprechend zu regulieren, den Einfluss aufs Herz zu nehmen und uns überhaupt im Hier und Jetzt zu verorten. Also wenn ich den nicht anhab, dann werden die anderen beiden auch schnell zu Modi, die, sage ich mal, eher ungesund sind oder eher dem Überleben dann dienen. Ja. Jetzt mache ich einen Sprung. Wir arbeiten ja viel mit Ärzten, Therapeuten zusammen oder Bewegungspädagogen. Wie kann ich das jetzt im sozialen Kontakt ganz kurz, ja, und in der Therapie, wie kann ich das nutzen? Was nützt mir das, wenn ich ein Verständnis für diesen ventralen Ast des Vagusnervs entwickle? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Weil es ist ja nie entscheidend, allein, was ich methodisch mache. Da gibt ja Millionen von Therapieansätzen, die alle irgendwie eine Berechtigung haben und gut sind. Die Frage ist ja immer, ob das situativ da ankommt bei demjenigen und ob der in der Lage ist, das überhaupt aufzunehmen, was ich dem gerade bringen möchte. Und ob ich ihn da abholen kann, wo er oder sie jetzt gerade steht. Und wenn der andere in seinem Nervensystem in der Schieflage ist, dass der ventrale Zweig gar nicht an ist, dann habe ich mit meinen therapeutischen Interventionen oftmals überhaupt keine Chance, den zu erreichen.
auch wenn die noch so genial und noch so gut sind, ja, ja, und auch noch so richtig und wichtig sind, trotzdem kommen sie nicht durch, weil der Modus sagt bei dem ganz klar, nee, hier geht's nicht weiter. Also das wäre dann die Situation, der Therapeut ist super freundlich, der Patient eher im Depro-Modus und der Therapeut ist dann noch freundlich und es funktioniert nicht. Genau, weil der Klient immer mehr zum Beispiel in Stress geht und in Scham verfällt und ja, der Therapeut gerät immer mehr in so einen Jagdeifer, ne? Mhm. Ja. Ja. Ja, danke vielmals. Das ist richtig spannend, wenn ich das lesen kann, was beim anderen läuft und ein neurophysiologisches Grundverständnis habe und das dann auch, ich kann ja das bei mir auch üben, oder? Ich kann einen Zustand, oder? Kann ich auch bei mir erkennen, reflektieren und kann ich das dann einüben, diese soziale Aktivität? Ja. Ja, korrekt. Ich freue mich auf den Vortrag, ja, ausgesprochen. Ja. Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung, ich freue mich auch.